Was kostet ein Keller und vor allen Dingen, wie hoch sind eigentlich die Zusatzkosten? Ja, und damit herzlich willkommen in unserem kleinen Kanal für Häuslebauer und Fertighäuser. Und heute haben wir, glaube ich, ein wirklich spannendes Thema. Ja, braucht ihr keine Angst haben, dauert ein bisschen länger, aber wir machen zwei Videos daraus. Im ersten geht es eher darum, welche Kellerarten es gibt. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge. Und vor allen Dingen, was kosten die zusammen mit dem Tiefbau? Das ist nämlich so der eigentliche Vergleich, den wir benötigen als Bauherren oder wir auch damals haben wollten, dass man einfach weiß, was kostet zum Beispiel die Bodenplatte mit Tiefbau und was kostet eben der Keller mit Tiefbau und den Zusatzkosten. Damit das etwas übersichtlicher wird, habe ich einen sehr langen Artikel bei uns auf der Hausbauanleitungsseite verfasst. Ihr findet den unter Was kostet ein Keller? Ich verlinke euch das und viele andere Sachen unten in die Beschreibung. Da gibt es dann auch die Links zu den PDFs. Und damit es für euch dann auch ein bisschen leichter wird, auch damit ihr den Überblick habt, habe ich noch so ein PDF vorbereitet. Da stehen die ganzen Positionen drauf. Das sind mittlerweile, glaube ich, knapp 35 Stück. Auch mit den entsprechenden Preisen, was es in etwa kosten sollte. Und ihr habt hier hinten noch ein Feld frei, wo ihr euch Notizen machen könnt. Wenn ihr also in einem Verkaufsgespräch seid, könnt ihr quasi eine Position nach der anderen mit dem Verkäufer durchsprechen und vergesst halt eben nichts, weil alles, was ihr vergesst, kostet später meistens zusätzlich und zwar auch wesentlich mehr, als wenn ihr das im Komplettangebot habt. Also von daher, im ersten Video werden wir erstmal die Preise besprechen, im zweiten die Zusatzkosten. Na dann, mal los. Braucht doch keine Angst zu haben. Es ist zwar ein bisschen mehr, aber ich glaube, wir haben da einen schönen roten Faden für euch, dass wir das peu à peu durchgehen. Und bevor ich euch lange auf die Folter spanne, ein einfacher Keller kostet 35.000 bis 45.000 Euro, je nach Größe. Kann auch teurer werden, wenn es eine sehr große Bodenplatte ist. Und dann plus X. Und genau um dieses plus X wird es halt gehen. Und da schauen wir jetzt mal. Lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee, macht es euch bequem. Ich werde mit euch alles hier schön durchgehen und alle Informationen findet ihr ja auf unserer Webseite. Könnt ihr dann danach nochmal lesen, braucht ihr euch nicht mal groß was mitschreiben. Für uns ist wichtig, was ist eigentlich in so einem Kellerangebot mit dabei. Wir möchten ja verschiedene Sachen haben. Die Frage ist, was liefern die im Basisangebot und worauf müssen wir achten? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ihr müsst wirklich diese Angebote genau durchlesen. Und dann möchten wir natürlich wissen, welche Kellerarten gibt es und gibt es da nicht vielleicht auch besonders günstige, wo man sagt, hey, vielleicht reicht es schon. Und danach gehen wir die ganzen Sachen einmal durch. Und grundsätzlich kostet ein Keller etwa 35.000 bis 45.000 Euro in der Größe von 60 bis 80 Quadratmetern. Das werden halt die meisten haben, so in der Basis. Wenn der Keller größer wird, wird es natürlich auch teurer. Für uns ist natürlich wichtig, was kostet der Keller inklusive den Zusatzkosten für den Tiefbau und natürlich die Zusatzkosten, die ich brauche, um den Keller technisch etwas auszustatten. Damit meine ich wirklich nur die Minimalausstattung. Da ist noch wirklich kein großer Kokolores dabei oder eine weiße Wanne. Ne? Die einfachste Ausstattung. Darum wird es hier auch gehen. Und von daher reden wir doch mal drüber, was ist eigentlich in so einem Angebot typischerweise drin, also in dem Basisangebot. Für diese 35.000 bis 45.000 Euro kriegt ihr normalerweise eine Bodenplatte, den Kelleraufbau. Die obere Hausbodenplatte kann dabei sein, muss aber nicht. Da müsst ihr genau in dem Angebot lesen, ob die Platte oben mit dabei ist oder eben nicht. Ihr werdet bei einigen haben die Abdichtung. Ich hatte ja mit einigen von den Herstellern geredet. Da haben dann die wirklich gesagt, bei uns ist auch die äußere Abdichtung schon mit dabei. Das war denen sehr, sehr wichtig. Finde ich eigentlich auch, weil die kostet, wenn ihr sie dann selber macht oder beauftragt, ansonsten 3.000 Euro. Tja, was habt ihr noch mit dabei? Ja gut, die Erdung unten von der Bodenplatte, damit ihr an die Banderder drankommt. Ja gut, die ganze Planung, ja, Architektur, Statik, Aufbau ist mit dabei. Teilweise, wenn die in Fertigkellern kommen, auch die Transportkosten und der einfache Kran, was die mitbringen. Wenn ihr ja einen
wenn das weiter weg ist, der LKW nicht so weit rankommt, müsst ihr quasi nochmal einen großen Kran besorgen, der kommt dann on top. Aber wie gesagt, das Angebot selber ist in der Basis erstmal sehr spartanisch, muss man sagen. Die Hersteller haben ja auch verschiedene Preise genannt, teilweise auch pro Quadratmeter, was ich eigentlich recht interessant fand, weil dann kann man nämlich in Ruhe schauen und dann sieht man, ah, mein Haus hat eine Grundfläche von 65 Quadratmeter, ne, und dann mal 600 Euro oder man hat 80 mal 600 Euro, das passt dann relativ gut. So, wir fangen an mit dem Minikeller. War für mich interessant, als ich das gesucht habe, hätte ich damals vielleicht auf dem Radar haben sollen, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Das ist ein Rundkeller, 3 Meter Durchmesser, hat eine Wendeltreppe innen drin aus Beton, führt also nach unten und es sind schon quasi Ablageflächen aus Beton mit eingearbeitet. Ist eigentlich der typische Keller als Lagerraum für Essen, Getränke, paar Kleinigkeiten, die man einfach nicht oben im Haus braucht oder raushaben möchte und einfach nach unten verlagert. Man hat einen einfachen Zugang, ja, man braucht jetzt also keine teure Treppe, ja, für 4.000, 5.000 Euro, wie es ansonsten ist. Und das macht diesen Minikeller so, ja, eigentlich preiswert. Denn er kostet in der Basis nur 5.000 Euro. Wenn er vielleicht noch mit ein bisschen Ausstattung dazu kommt, 1.000 Euro und ihr braucht nur eine kleine Bodenplatte. Und wenn ihr vielleicht jemanden im Freundeskreis habt, der sich da so ein bisschen auskennt, die kleine Bodenplatte kriegt man zur Not auch noch selber zusammen. Der Tiefbau, den wir zusätzlich dazu brauchen, ist auch nicht so teuer, weil wir brauchen nur die entsprechenden Kubikmeter rauszufahren. Das sind dann 1 bis 2 LKWs, vielleicht noch ein bisschen drumherum, sodass sie auch vielleicht 1.500 Euro mehr kosten, kommt zur Bodenplatte. Also auch das bleibt überschaubar. Und dann habe ich mal rausgeschaut, ja, was würde denn jetzt so eine Hausbodenplatte mit Tiefbau und auch dem Keller kosten. Da kommt man auf ungefähr 35.000 Euro. Und das ist wirklich der Tiefbau für die gesamte Bodenplatte mit dabei und den Keller. Also von daher fand ich eigentlich einen guten Preis, wenn man rechnet, dass das normalerweise so 25 bis 27 kostet ohne Keller und dann 35 mit. Leider erreiche ich diesen Betrieb nicht mehr. Das heißt, ja, ich habe dann auch in Jahnsdorf angerufen, habe dort gefragt und die haben gesagt, er ist abgemeldet. Ich gehe also davon aus, dass er gewerbetechnisch nicht mehr da ist. Vielleicht wird er verkauft oder ist später wieder am Ball. Wer weiß, aber da könnt ihr euch wirklich erkundigen. Ihr sucht einfach Minikeller im Internet und dann geht es. Da habe ich natürlich gesucht, ob es nicht vielleicht wahlweise eine andere Variante gibt. Da finde ich auf eine total bescheuerte Idee. Die ist wirklich bescheuert, aber sie ist geil. Und zwar eine Zisterne aus Beton. Die wird aus einem Stück gegossen und auch in einem Stück angeliefert. Ist allerdings nur 2,5 Meter im Durchmesser. Werdet ihr wahrscheinlich eine andere Treppe brauchen oder macht euch einen Außenzugang. Und dann habe ich bei der Firma angerufen und mal gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Ich habe das gelesen mit der Zisterne, geht es wirklich? Und dann sagen die, ja, ist überhaupt kein Problem, haben schon einige Leute gemacht. Und tatsächlich nutzen die diese Zisternen als einfachen Keller. Ist natürlich erstmal etwas ungewöhnlich, muss man vielleicht sacken lassen, aber die Idee selber ist gar nicht mal blöd. Denn diese Zisternen gibt es tatsächlich bis zu einer Tragkraft von 40 Tonnen, damit man die auch auf einer Straße einbauen kann, wo dann zum Beispiel ein LKW drüber fährt. Und wenn das Ding 40 Tonnen aushält, reicht es von der Statik auf alle Fälle aus, damit ihr auch dann das Haus darüber stellen könnt und braucht dann nur noch die Anbindung zu machen, oben zum Beispiel an euren Technikraum oder einen Hausanschlussraum, Hauswirtschaftsraum, irgend sowas. Und da reicht dann auch wieder eine einfache Treppe normalerweise. Muss man halt schauen. Also ich weiß auch nicht, wie man das jetzt genau machen sollte, aber ich bin mir ziemlich sicher, die werden euch da weiterhelfen. Ich kriege dann noch eine E-Mail, wo die uns sagen, wie man eine Treppe da reinbauen könnte. Also wird auf alle Fälle spannend. Wenn ich alle Infos habe, diese Sache will ich dann extra nochmal beleuchten. Jetzt kommt die Überraschung überhaupt und eine Überraschung muss ja nicht unbedingt positiv sein. Ich war dann schon etwas verwundert. Wir sind beim teilunterkellerten Keller. Das heißt, wir haben dann vielleicht nur 50% unserer Bodenplatte, den wir als Keller nutzen. Da sollte man ja annehmen, dass das dann etwas günstiger wird. Leider so wenig, dass man da fast gar nicht drüber reden braucht. Ich habe so gedacht, naja, 50% weniger,
bist du vielleicht bei 20%. Pustekuchen, 5-10% ist da eher realistisch. Ist natürlich schon irgendwie deprimierend, ne? Wenn du denkst, ja, baust du dir einen kleinen Keller, sparst du einiges. Nee, sparst du nicht. Wo man weniger bezahlt, ist dann bei den Ausbaukosten, weil man braucht natürlich weniger LKW-Ladungen, Material, die man wegbringen muss. Aber trotzdem, man muss natürlich entsprechend des Bodengutachtens unten den Boden bearbeiten. Ja, auch oben der Boden muss bearbeitet werden, sodass ihr bei den einfachen Maßnahmen wahrscheinlich so auf etwa 3.500 Euro kommt, wenn die Deponie dafür nicht ganz so weit weg ist und jetzt keine größeren Sachen auftreten. Und zusammen mit der Hausbodenplatte, mit dem Tiefbau, den ihr komplett braucht, liegt ihr dann bei der Teilunterkellerung trotzdem bei 55.000 bis 60.000 Euro ohne große Ausstattung. Ja, also schon trotzdem noch ein ganz schöner Posten. Dann haben wir den Technikkeller. Das ist ein Angebot, haben wir uns angeschaut, war interessant, weil das ist wirklich nur der Würfel, den man benötigt, um ja, seine Heizung reinzubringen, vielleicht noch einen Pelletspeicher, der Wassertank zum Aufwärmen, wenn man oben eine Solarthermie hat. Also der ist in 12 bis 15 Quadratmeter groß, es gibt in den drei Ausführungen und wird einfach unters Haus drunter gebaut. Das Schöne bei dieser Ausführung ist, er ist nicht an die KfW gekoppelt. Das heißt, normalerweise, wenn ihr einen Keller unter eurem Haus baut und ihr baut auf KfW, müsst ihr auch den Keller in die Berechnung einbeziehen. Das ist natürlich dann blöd, weil ich brauche dann entsprechende Dämmung und so weiter. Und das kann ich mir halt alles sparen. Ich brauche auch jetzt nicht so viele LKW-Ladungen wegzufahren, weil der ist halt mit seiner Größe, das ist halt doch recht kompakt. Ist auch nur eine kleine Leiter, die da reinführt, ne? Aber wie oft geht man denn wirklich in den Technikkeller rein? Ja, wie oft geht was an der Heizung nicht, ne? Normalerweise läuft alles, ab und zu muss man mal gucken, vielleicht mal unten das Zeug auswechseln, wenn der Abfallspeicher da voll ist. Aber das ist so selten, bei uns vielleicht alle 2 Monate mal. Also von daher finde ich, dass das Konzept eigentlich sehr, sehr interessant ist. Und wir haben dann auch gefragt, was es kostet. Man hat mir den Preis gesagt, aber mich gebeten, ich soll den nicht weitergeben. Machen wir doch glatt. Kann euch aber sagen, billig ist er nicht. Er ist sehr praktisch. Die Nebenkosten sind quasi nicht weiter vorhanden. Das ist sehr, sehr wenig. Sodass man sagen kann, es ist tatsächlich eine recht interessante Alternative. Ja, weil man wirklich für das Geld eigentlich ein komplettes System bekommt, ohne jetzt große noch Zusatzkosten hat. Ja, man muss halt unten im Tiefbau noch ein bisschen was einrechnen, aber mehr ist es halt eben nicht. Also von daher kann man sich wirklich anschauen und ruft dann halt dort mal an, fragt mal nach. Ich habe euch ein Bild mit unten in den Artikel mit reingemacht, da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das dann zum Schluss ausschaut. Ja, also man könnte vielleicht, habe ich mir übrigens gedacht, sogar eine Tür außen anbringen, dass man einen Zugang von außen einfach hat. Wäre auch eine Idee. Braucht man oben nicht irgendwo eine Treppe noch reinzubauen, wenn man wenig Platz hat. Gut, was war bei uns damals? Wir haben ja auch überlegt, bauen wir jetzt einen Keller drunter, was machen wir? Und da sind wir auf eine sehr interessante Sache gestoßen, die ist mittlerweile nicht mehr so, weiß nicht, ob man modern sagen soll, aber hat sich nicht so durchgesetzt. Und zwar sind das Styroporkeller. Das heißt, man baut unten eine Bodenplatte und dann hat man ähnlich wie Lego darf man ja nicht mehr sagen, ne? In dem Zusammenhang, weil das dann kommt ja gleich die Juris AG. Ich hoffe, ihr habt die Posse mitbekommen. Also Klemmbausteine, muss man sagen. Es ist völlig verrückt, diese Welt. Also, wer das also kennt, ne, mit den Klemmbausteinen und hoch, kann man sich auf die Bodenplatte eine entsprechende Struktur aus Styroporbausteinen bauen. Die werden dann ausgegossen und mit Stahlbewehrung verstärkt. Und ich habe das wirklich mal auf einer Messe gesehen, in der Messe war es nicht, ist ja auch egal. Jedenfalls, du kannst wirklich dahin gehen, Stick, Klick, Klick. Ja, und dann an der Wandende machst du halt deinen Schnitt, ne, und gut ist, ein bisschen dann Beton und die Stahlbewehrung. Und Heidewitzka, es geht schnell, es ist für wirklich auch für Anfänger geeignet. Das Einzige, was man halt braucht, die Statik muss dann später oben zur Bodenplatte passen. Ihr müsst dann also wirklich den Architekt fragen,
was muss ich hier beachten? Ja, brauche ich vielleicht ein paar mehr Stützen? Muss ich an bestimmten Stellen vielleicht eine Verstärkung haben oder wäre es da eine Wand? Das sprecht bitte mit dem Architekten ab oder mit dem Statiker, ja, dass man das macht. Aber für uns war es damals tatsächlich eine relativ günstige Variante. Wir haben das nämlich als Teilkeller gedacht gehabt und da hat man uns gesagt, das wird etwa auf 28.000 Euro hinauslaufen. Das Schöne ist, man hat gleich auch noch eine Dämmung mit dabei. Also von daher schon interessant. Ja, und dann muss man vielleicht auch außen nicht die teure Perimeterdämmung dran machen, wenn man auf KfW baut, sondern macht innen eine normale Dämmung aus Styropor mit vielleicht einem Wärmeleitwert von 0,32 dran und verblendet das dann mit Rigipsplatten oder so. Also wäre halt auch möglich und eine super günstige Sache. Ne? Also mit dem Styroporkeller, und da muss ich sagen, bin ich sogar der Meinung, dass das eine richtig coole Option ist, wenn ihr euch unten eine Bodenplatte bauen lasst, macht es vielleicht auch selber, weil wie gesagt, es geht sehr einfach und habt dann einen einfachen Keller, vielleicht ähnlich wie dem Technikkeller, Teilunterkeller. Und ja, also ne, vielleicht, wenn ihr das selber macht, jetzt mal nur mit der unteren Bodenplatte, kommt ihr vielleicht nicht auf 28.000, dann seid ihr vielleicht auch bei 15 oder so. 15, 20 wäre doch eine gute Maßnahme. Gut, dann haben wir den Vollkeller. Das ist natürlich der, der halt mit 40.000 bis 45.000 Euro zu Buche schlägt. Kann auch mal billiger sein. Es gibt ja auch sehr kleine Hausformate. Aber in diesem Bereich, 45, also sagen wir 60 bis 75 Quadratmeter, seid ihr so bei 40.000 bis 45.000. Wie gesagt, das ist nur das Basisangebot. Mit einer Metalltreppe kommt er auf Zusatzkosten von nochmal etwa 10.000 Euro für alles Mögliche, was ihr da drinnen braucht. Zusatzkosten für den Tiefbau liegt dabei etwa 8.000 Euro. Ja, ihr braucht ja oben nicht wirklich was. Ihr müsst halt eigentlich nur das Material wegfahren. Habt ein paar kleine Sachen, die ihr mitmacht. Von daher ist es relativ gering, der Aufpreis. Trotzdem kommt ihr zum Schluss mit der normalen Hausbodenplatte erstmal auf ungefähr 70.000 Euro. Also schon eine ganze Menge. Tja, müsst ihr euch wirklich überlegen. Und da kommen ja dann noch die ganzen Ausbaugeschichten mit dazu. Also werdet ihr eher bei 80.000 Euro für den Keller mit Tiefbau und Zusatzleistungen kommen. Bei einem Fertigkeller sieht es ganz ähnlich aus. Diese mittlerweile auch den gemauerten Keller. Das ist eigentlich so auf Augenhöhe, könnte man sagen. Also auch da etwa 40.000 Euro in der Basis, 10.000 Euro für den einfachsten Ausbau, 8.000 Euro dann wieder für den quasi zusätzlichen Tiefbaubereich und insgesamt etwa 70.000 Euro, die ihr komplett braucht, ohne den weiteren Ausbau. Der weitere Ausbau hängt dann halt auch davon ab, was ihr euch wünscht, was der Keller machen soll, ne, ob ihr eine Garage mit drin haben wollt oder irgendwelche Waschplätze fürs Fahrrad, ne, vielleicht Sanitärbereiche, irgend sowas. Das ist im Prinzip das, was ihr für den Keller wissen müsst, dass ihr vielleicht auch eine Entscheidung trefft, was baue ich unter mein Haus. Es war eigentlich für mich auch jetzt eine spannende Sache, ja, dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, Zisterne fand ich so geil. Aber das ist das Typische im Netz, ne? Das hat halt mal irgendjemand gemacht, hat gesagt, hey, guck mal, ich habe eine Zisterne. Und dann alle irgendwie, boah, ey, was eine geile Idee. Ah ja, was kostet übrigens die Zisterne? Ganz vergessen. Die kostet zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Geil, oder? Mit ein bisschen Zusatzkosten kommst du auf 5.000 Euro für einen kleinen Keller. Und könntest diese Zisterne übrigens nutzen für verschiedene Sachen, unter anderem auch als Pelletspeicher, den du unter dein Haus baust. Also von daher, ja, überlegt es euch. Wir kommen dann gleich zum zweiten Teil, wo es dann um die Zusatzkosten geht.